Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Colin Kaepernick spielte zuletzt für die San Francisco 49ers. Urheberrecht Getty Images. Colin Kaepernick und die NFL schließen Frieden. Der Ex-Quarterback der 49ers und die Liga einigen sich auf eine Vergleichsvereinbarung. Der vertragslose Quarterback Colin Kaepernick und die US-Football-Profiliga NFL haben eine Vergleichsvereinbarung getroffen. Das teilten die Anwälte Kaepernicks mit. Eine Geheimklausel soll dafür sorgen, dass keine weiteren Details der Einigung bekannt werden. Der Anführer der Proteste in der NFL gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt hatte im Oktober 2017 eine Beschwerde gegen die Liga eingereicht, weil er den Teambesitzern eine systematische Ausgrenzung seiner Person vorwirft. Der 31 Jahre alte Kaepernick wurde im März 2017 von den San Francisco 49ers nach 6 Jahren aus dem Vertrag entlassen. Obwohl seitdem zahlreiche NFL-Teams Verletzungssorgen auf der Position des Quarterbacks hatten, ist der einstige Star weiter auf Vereinssuche und wartet vergeblich auf ein Vertragsangebot. Ob nach der Vereinbarung eine Rückkehr möglich ist, blieb zunächst offen. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden. Anzeige. Kaepernick hatte mit seinem spektakulären Protest gegen Rassismus in den USA für Aufsehen gesorgt, als er sich mehrfach weigerte, während der Nationalhymne vor den Spielen aufzustehen. Die Bilder des knienden Kaepernick gingen um die Welt.